Mühldorf, eine Hochburg des deutschen Langbahnsports, war am 20.06.99 Austragungsort des zweiten Vorlaufes zur Veteranen Longtrack Euroserie. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Fred Aberl Rennen, denn drei Tage zuvor feierte er seinen 75. Geburtstag. Im Fahrerlager sah und hörte man seit langer Zeit wieder BMW-Gespanne, wie hier die Maschine von Gerhard Müller. Natürlich war auch Peter Knott, der alte Fuchs, mit seiner BMW nach Mühldorf gekommen. Auch wunderschöne Chap- und Java-Maschinen konnte man bestaunen. Willi Würsch kam mit seiner Velo-Z, ein besonders seltenes Exemplar, made in England. Der Oldtimer-Spezialist und Buchautor Helmut Krakowitzer durfte da nicht fehlen. 23, die Java von Christoph Eichhorn. Und hier seine Chap von 1965. Diese Chap gehört Reinhard Neumeier. Das ist der Italiener Francesco Barbetta mit seiner GM. Das Wetter spielte mit. Es regnete nicht, als um 14 Uhr das Training begann und Willi Würsch als erster seine Runden drehte. »23« Eichhorn und die 18« Franz Holzmann. »41« Francesco Barbetta. »46« Anton Wanacek aus Österreich. Und 25 Bill Haynes aus England. Diesmal waren auch wieder die jungen BC-Lizenz-Seitenwagenfahrer mit dabei. 56 Mittel und Laurenzen, 54 Möstl mit Messmer. Aber die BMW-Gespanne waren die Show des Tages. 32 Fred Huber mit seinem berühmten Bruder Sepp, dem Straßenweltmeister von 1975 und 76 mit Rolf Steinhausen. »33« Gerhard Müller mit seiner Tochter Petra im Seitenwagen und »34« Helmut Müller mit Horst Wallisch. Mit der 22 sah man den Metzgerrudel mit seinem Beifahrer Alex Meyer. Dann das Zeit- oder Bandtraining, wie man seit neuestem sagt. 1 Erich Neumann, 2 André Nawrocki.
Die 10 Gerhard Papst. Elf Paolo Alfonso. 9 Brian Bessett. 15 Willi Würsch und 16 Hans Griebel. 14 die 14, Albert Stickel. 43 Les Rowland und die 42 Dennis Hall, beide aus England. Mitte 41 Parabetta, der allen auf und davon fuhr. 24 Reinhard Neumeier mit seiner Chap. Die 15 Willi Würsch wurde von seinem Sohn Peter betreut. So ging das Training langsam seinem Ende entgegen. Die Zuschauer waren begeistert. Mit der 1, Erich Neumann. Am Schluss wurden noch 4 Vorläufe für den folgenden Rennsonntag gestartet. 16 Hans Griebel, 7 Otto Barth, 17 Maurice Jones, 1 Erich Neumann und die 2 Andrej Nawrocki war dabei, der sofort die Führung übernahm und siegte. Hans Griebel konnte nach kurzem Kampf mit Maurice Jones den 2. Platz belegen. Erster Lauf der Kategorie B mit Andrew Cooper, Francesco Barbetta, Dennis Hall, Les Rowland, Václav Matura und Konrad Oberauer, der sofort in Führung ging. Aber dicht gefolgt von Václav Matura, der nicht an Oberauer vorbeikam und Zweiter wurde. Platz 3 belegte Barbetta. Dritter Lauf der Kategorie A mit Lorenzo Franzetti, Eddy Karesch, Paolo Alfonso, Lorenz Burger, Albert Stickel und Bill Heinz.
Lorenz Burger kam gut vom Start weg und wurde hinter Franchetti Zweiter. Platz 3 belegte Albert Stickel. Um 19 Uhr begann im Bierzelt die Geburtstagsparty von Fred Aberl. Der viermalige Weltmeister Karl Mayer gratulierte seinem ehemaligen Vorbild recht herzlich. Und wer ist denn doch da? Oh, Entschuldigung. Ich möchte die Hand drauf haben. Und es kommt weit Essen. Essen gehört nicht auf die Bahn. Die Begrüßungsrede hielt der erste Vorsitzende des MSC Mühldorf, Josef Mayer. 35 Jahre seines Lebens sind wir noch nichts. 35 Jahre seines Lebens ist Fred Aberl Rennen gefahren. Der Aberlfred hat das Rennfahren aufgehört. Er hat die Werkstatt von Sepp Dickenbach in Mühldorf übernommen. Der gebürtige Niederbayer Fred Aberl wohnte in Greisstätte in Mühldorf. Aber Fred Aberl hat nicht nur die Werkstatt übernommen, er hat auch die Sitten von Sepp Dickenbach übernommen. Denn in der Werkstatt in Mühldorf ist es so, wenn es dunkel wird, begann bei Sepp Dickenbach die Arbeit bis um 3, 4 Uhr nachts. Der Fred Aberl hat das gleiche übernommen und er macht es heute noch so. Aberl kann man noch um Mitternacht bei der Arbeit treffen. Offenbar ist das die Aura dieses Hauses, meines Erachtens. Meine Damen und Herren, wir haben noch viele, die hier sprechen wollen. Deshalb möchte ich nicht zu weit ausholen. Denn Sie können ja in der Zeitung alles nachlesen, die Stories von Aberl. Aber ich habe dem Fred ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk, das wenige haben. Und zwar im Jahre 1648 regierte Kurfürst Maximilian I. in München. Als dann, es war das Ende des 30-jährigen Krieges, als die Schweden in München einmarschierten, wurde es dem Kurfürst warm unter den Hintern. Er hat München verlassen und hat das österreichische Braunau als Asyl ausgewählt. Die Wege damals waren natürlich äußerst schwer zu befahren mit diesen kurfürstlichen Wegen. Darum hat man sich entschlossen, in der Nähe von Wasserburg per Schiff umzusteigen. Sie wollten dann über Mühldorf nach Braunau mit dem Schiff weiterreisen. Mit mehreren Schiffen, versteht sich. Es war ja das kurfürstliche Schiff, es waren Transportschiffe dabei. Und dann in Mühldorf passierte das Malheur. Gerade das Schiff mit dem kurfürstlichen Tafelsilber prallte in einen Pfeiler der Innbrücke. Der Aufprall war so heftig, dass das Schiff sank. Das gesamte Tafelsilber wurde im Inn verteilt und kaum mehr gefunden. Viele Teams haben sich im Laufe der Zeit, gerade in den letzten 20, 30 Jahren, aufgemacht, mit modernsten Geräten diese Teile zu ordnen. Es ist nicht gelungen. Nur ein paar Teller wurden bei Hochwasser an Land geschwemmt. Und von diesen Tellern habe ich eins dabei. Natürlich nichts Originales, ist nachgemacht. Dies möchte ich dem Fred zu seinem 75. Geburtstag schenken. Denn so ist sichergestellt, dass der Fred in Zukunft seine Suppe aus einem kurfürstlichen Teller löffeln wird. Auch der allseits bekannte Stadionsprecher Helmut Korn war unter den Gratulanten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde, mein lieber Fred Aber. Wir sind heute hier zusammengekommen, um einen Geburtstag zu feiern. Ich möchte meinen, um einen wirklich außergewöhnlichen Geburtstag. 75 Jahre Fred Aber. Kurz zusammengefasst, nicht so lange in diesen Worten. Ich bin seit dem Kriegsende ein Fan von Fred Aber gewesen und konnte mit Fred Aber in den ganzen Jahren hindurch viele nette, gute, erfolgreiche Stunden erleben und darüber hinaus auch gemeinsame Stunden auf Reisen mit ihm, wo wir zusammen mit der Mannschaft nach Russland gefahren sind, in die Tschechei gefahren sind und dergleichen mehr. Fred Aber immer ein Freund des Motorsportes, so möchte ich ihn nennen, nicht nur in seiner aktiven Rennfahrerlaufbahn, sondern auch im Nachhinein. Er gehört einfach zum Speedway- und Sandbahnsport, sowie die Motorräder zu den Fahrern. Hatten als noch Tausende von Zuschauern, ich möchte sagen Zehntausende von Zuschauern auf der Sandbahn waren. Und hier habe ich ein Programm gefunden aus dem Jahr 1963 vom Himmelfahrtsrennen in Herxheim. Mein lieber Fred, ein erfolgreicher Tag war für dich damals in Herxheim. Du warst der Gesamtgewinner in der 350er Klasse. Ich möchte dir hier als Erinnerung ein Geschenk zu deinem Geburtstag überreichen. Ein Programm von dieser Veranstaltung, wo deine ganzen Mitstreiter aufgeführt sind, mit denen du viele Jahre im Kampf gestanden bist. Das ist übrigens ein Programm, in dem nicht nur Fred Aber verewigt ist, sondern auch ein Programm, in dem verewigt ist, dass wir damals zum erstmaligen Zeitpunkt, nachdem wir ein paar Seitenwagenfahrer unter uns haben, der Klappstuhl-Seitenwagen auf die Bahn gekommen ist, vom Horvath. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, aber das waren also Zeiten. Und mein lieber Fred, lange Rede, kurzer Sinn, alles Gute zu deinem Geburtstag, viele herzliche Wünsche, Gesundheit und vor allem bleib uns noch recht lange und erhalten mit deinem Charme, mit deiner Technik und mit all deinem Können, was du unserem Bahnsport gegeben hast. Vielen Dank und alles Gute. Sportkommissar Siegfried Stadler hatte auch etwas zu sagen. Siegfried Stadler kommt aus Wilfroden und ist Sportkommissar der morgigen Veranstaltung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat sich so ergeben, dass ich sowieso zu dieser Motorsportveranstaltung vom DMSB abgestellt worden bin. Aber mein lieber Fred, ich wäre auch so gekommen, um dir heute zu deinem 75-jährigen Geburtstag zu gratulieren. Und nicht nur ich, sondern der gesamte Motorsportclub Vilshofen wird durch mich die besten Grüße übermitteln. Der Fred, der kennt ja die Vilshofener Bahn schon gleich besser als ich, aber trotzdem habe ich mir als Geschenk ausgedacht, nicht den goldenen Stadtturm, den wir normalerweise als Trophäe bei unseren Veranstaltungen überreichen, sondern eine Miniaturausführung und ich glaube, es ist sicher eine kleine Erinnerung vom MSC Vilshofen für deine Fahrten bei uns auf der schwierigen Rennbahn. Nochmals herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft und bleib so, wie du bist. Ein bisschen näher zusammen. Siege, gehst du ein bisschen näher zusammen? Wir wollten eine Stadt, um hätte ich schneller fahren müssen, dann hätte ich noch, oder? Ja, der Fred hat gerade gesagt, um den goldenen Stadtturm in Vilshofen zu gewinnen, hätte er früher ein wenig schneller fahren müssen. Unser tschechischer Freund Slida aus Pardubitz überbrachte Grüße und auch einen Pokal. Viele Grüße von Tschechischer Republik, von Stadt Pardubitz für Alfred Aber. Wir gratulieren zu Ihrem Lebensjubiläum und wünschen Ihnen viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Golden Hand
Pardubice, Jiří Švída a Sohn und Sohn Pardubice. Fred Aberen, Bilder von Pardubice, große Pokal. Lorenz Burger, der Präsident der Oldie-Vereinigung, übergab dem Fred eine Urkunde. Der deutschen Oldie-Fahrervereinigung ernennen und überreichen Ihnen hiermit diese Urkunde, Fred. Gerhard Pabst überbrachte die Glückwünsche der Oldie-Frau. Darf ich dir diesen Strauß als Geburtstagskompliment überreichen? Und wir wünschen dir alle im Namen der Oldie-Frauen alles Gute. Jetzt sind meine alten da Kinder mit hinterher, da will ich eigentlich. Das würde ich gar nicht mehr ausnutzen können. Auf Karl Mayers Rede freuten sich alle. Denn der Karli kann nicht nur Motorrad fahren. Aus der vierten Generation hinterm Fred, oder Fred? Kann man ja sagen. Und damals, wo ich die Kinder gelernt habe, das ist schon ganz lange her. Also es war ungefähr vor 25 Jahren. Da war ein Sandbahnrennen in Pfarrkirchen. Und damals ist der Angermüller gefahren. Das war immer ein Vorbild von mir. Der hat damals einen Dreiventiler-Motor von Fred Auerl gefahren. Fred, stimmt das? Dreiventiler, hast du den konstruiert, oder? Also ein Max warst du. Ja, und damals, das war 1972, oder kann das sein? Bei 75 habe ich angefangen. Da ist mir damals der Fred Auerl ins Auge gestochen. Wie man denkt, so ein verrückter Hund, der macht da Motore für die besten Fahrer. Dann haben wir gesehen, Ivan Major und Barry Briggs und so sind bei dir immer rumgeschlichen. Da haben wir gedacht, Mensch, den kannst du auch ab und zu mal fragen für technische, ja, Leckerbissen oder Informationen. Und heute habe ich viel zum Tag gehabt. Ich habe mir gedacht, sollst du jetzt runterfahren, sollst du nicht runterfahren. Wer ist denn da von dir, die was du so kennst, also von meinem Alter? Und eigentlich war es mir wert, Fred, weil ich habe auch viele Stunden mit dir verbracht im Auto. Damals die ganze, er war ja Teambetreuer. Deutsche Nationalmannschaft, das war ja damals was. Deutsche Spielball-Nationalmannschaft. Da sind wir ja stundenlang gefahren nach Schweden auf, nach Dänemark, nach Polen. Und der Hans war auch mal dabei, der Fotograf, der auch vor zwei Tagen war bei mir, da hat er die Fred Auerl-Story ausgepackt. 30 Jahre ist der Fred gefahren, also um 8 Jahre länger wie ich, bin 22 Jahre gefahren. Und damals nach Rofno sind wir gefahren, über die Karpaten. Da hat er Steuer übernommen, gell? Haben wir gut damals qualifiziert fürs Weltfinale, Spielball-Weltfinale, ich weiß nicht mehr, wo das war. Was hast du noch? Was weißt du noch? Ja. Weiß auch nicht mehr, ist ja wurscht. Aber auf alle Fälle. Auf alle Fälle muss man sagen, haben wir tolle Stunden miteinander gebracht. Wir haben ein Schüttel gebracht, ein Schüttel. Und zwar nicht von damals, aber der Fred kann sich bestimmt gut erinnern. Das war damals, haben wir es vielleicht nicht zu schätzen gewusst. Heutzutage wird es gesammelt. Und zwar von BMW für höchste Ansprüche, die der Fred immer gebracht hat. Und das möchte ich dir überreichen zu deinem 75-Jährigen, gell? Okay, danke schön nochmal. Also, dass das heute auf Luft natürlich so aushakt, das hätte ich natürlich auch nicht gehabt, gell? Aber mein, so, da kann man natürlich nichts machen, gell? Und ich freue mich natürlich, dass der Kari gekommen ist und so. Man, ein bisschen war ich noch mit ihm. In der Szene benannt, wie er angefangen hat und das. Aber hernach war man natürlich schon war mit ihm viel fort und das. Hat er ja gesagt, wenn wir überall hingewiesen sind und das. Ich freue mich auch sonst, dass verschiedene andere, wie der Aris, der Victor, das ist ja auch Weltmeister und ja, vom Mülldorf weg, ja. Mit Lachen kannst du leicht hinlaufen, ja, ich finde es gut, Lachen kannst du. Ich bringe es nicht mehr zusammen.
Gesund und munter war auch Alois Wisbeck wieder mit dabei. Auch Manfred Poschenrieder war gekommen. So feierte man gemeinsam bis spät in die Nacht hinein und es wurden viele schöne Erinnerungen aus alten Zeiten wach. Am Sonntag um 14 Uhr begann vor knapp 1000 Zuschauern die Fahrerbegrüßung, die vom Rennleiter Sepp Frohnwieser vorgenommen wurde. Und Stadionsprecher war an diesem Tag der Hacker Martin aus Rudelshausen. Er ist Langbahn-Spezialist.
Teilnehmer an Sandbahn-Europameisterschaften. Nach Montagnana, da führen die in der Fatman-Europameisterschaften. Now, another gentleman aus Deutschland, der ist Mark Oberdorfer, ein richtiger Schwab. Er ist 61 Jahre und ist ein Rentner und man kann auch von ihm einiges erwarten. Er war gestern sehr schnell. Er liegt auf Platz 8 in der Montagnana. Another gentleman from England and noch ein paar aus England mit der Sperr Nummer 19. Mike Coke, newcomer, first time, very happy. I hope you can enjoy this afternoon. Much success, no accident, no good time. Okay? I'll be welcoming you in Wildorf. Thank you very much for coming. Wish you good luck today. Dann, mit der Startnummer 20, begrüßen wir Andreas Huber, den Landwirt aus Spetsberg. Er ist 50 Jahre alt. Spät, aber doch, Händler. Schöne Start, früher Erfolg. Er kommt dann ja auf Platz 13 in der Holiwelt. Habe ich dir gegessen. Mit der Startnummer 21 in Walderschek aus Neustadt an der Donau. 42 Jahre alt. Ich würde wünschen, dass er nicht am Start. Er ist sonst übrigens der Schmierer vom Bachhofer Stefan. Heute war es einmal andersrum, aber der Stefan ist noch frei geworden. Startnummer 23. Er ist ein MSC. Danke euch. Und er hat immer wirklich wunderschönen Job und ist auch schnell damit unterwegs. Ich wollte nicht sagen. Der junge Mann, Und gleich weiter geht es mit der Startnummer 27. Er ist der älteste Teilnehmer hier im Feld. 67 Jahre alt ist er. Erwin Deutscher. Er kommt übrigens aus der. Als Bundesrahmen, er kommt aus der Elite-Internatsstadt oder Ortschaft Salem. Recht herzlich willkommen. Viel Erfolg. Begrüßen wir recht herzlich Rupert, genannt Struppenbauer. Euer Kämpfer. 59 Jahre ist er heute. Arthur Ressingbach, auch hier. Der C steht da. Du machst das schon, ne? Okay. Als Start der 48, eine Startnummer 50, das ist der Peter Hartmann, der wurde ursprünglich als Hartmann eingesetzt. Er fährt jetzt für die 48, eine Startnummer 40. Peter Hartmann, er ist ein Mühldorfer, 48 Jahre alt. So stehen. Los, der sind die Bahnfahrer, wir fangen an mit der Startnummer 31, ein wirklich berühmter Name, der Peter Knott. Mit seinem Beifahrer Walter Koller, die beiden kommen aus Bad Tölz und haben eigentlich schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Wir machen gleich weiter mit der Startnummer 32. Das ist der Huber Fred und der Huber Sepp aus Obing. Die sind absolute Allrounder. Besonders hervorzuheben, sowie ein erster Platz in 60 in Mühldorf auf der Bahn in der 500er oder 50er Klasse. Mit der Nummer 33, da kommt Vater und Tochter, der Müller Gerhard und in seinem Boot sitzt die Müller Petra. Die fahren eine BMW aus dem Jahr 1953. Und man kann sich gar nicht vorstellen, die Arbeit des Fahrers richtiger wieder aufzubauen. Wir feststellen, dass alle haben geschraubt wurde, aber jetzt wollen wir hoffen, es läuft wieder alles. Mit der Nummer 34 kommt der Müller Helmut und Horst Wallisch. Die fahren ein BMW-Gerät aus 1954. Und Sie sehen da einen Gespann mit der Nummer 22. Das ist aber die Nummer 35. Die 22 wurde gewählt, weil der Metzger Rudolf, so heißt der Fahrer von dem Gespann, diese Nummer zu Ehren der alten klassischen Paarung Kolb Stampfel fährt. Das war die favorisierte Nummer von Kolb Stampfel. Und der Metzger Rudolf, der trägt einen Originalpullover von uns Alpinanten Krauser Kick aus Germering. Deswegen Motor Kolben Krauser auf seinem Pullover. Sein Beifahrer, der mit der Einstimmung in den Plenum, ist der Motorradwerkstatt in Fahrer aus Tölz, der Hartl-Franz. Und ich kann nicht mehr sehen, Fahrer ruhig mal mit einem Applaus. Die haben wirklich so viel Fleißaufgaben gemacht, dass sie nicht wahr sein können.
und freut sich natürlich über jede Anerkennung. Jetzt kommen wir noch zur Seitenbahn fahren, die nicht zum Oldi-Zirkus, sage ich mal, zum Oldi-Wanderzirkus gehören. Jetzt kommt der Seitenwagen-Nachwuchs. Arno Armbruster und Martin Lienhardt. Sie wurden 1999 in Hertingen deutsche Meister. Franz Maucher. Dann geht's auch gleich weiter mit der Startnummer mit Jens Wunderlich. Jetzt kommen Alois und Markus Eibel, Vater und Sohn. Sie kommen aus Pocke. Alles Gute für heute. Weiter geht's mit der Nummer 54. Das ist auch Steffen Möstl mit seiner Christine Messmann. Und ein weiterer Hausstädter, der Hausstädter war lange Zeit bekannt und ist immer noch bekannt als Seitenbach-Hofburg. Deswegen hier mit der Nummer 55, Schönemann Erika. Scheunemann und Bacher waren dabei. Ja, das war ein ansehnliches Fahrerfeld, was wir Ihnen jetzt vorstellen konnten. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihren Applaus. Jetzt waren die Herrschaften. Und Karl-Heinz Michel und Jens Laurenzen aus Seligenstadt wurden beinahe vergessen. Nicht vergessen, nicht übersehen. Da ist ein Frosch schon dabei, der Glückwink. Es ist der Michael Karl-Heinz und Jens Laurenzen. Die kommen aus Seligenstadt in zwei Jahren. Hier einmal ganz besonderer Applaus und meine Entschuldigung, Hoppe, nehmen Sie an. Es ist halt, ich schreibe mal so, dass ich selber nicht kann. Entschuldigung dafür. Und es ist jetzt folgendes. Noch einmal ein Blick auf die legendären BMW-Gespanne der Baujahre 53 bis 69. Noch geplant, da muss ich jetzt ein anderes Blatt holen. Das sind die Herrschaften, die gestern, ich habe das schon erwähnt, kein Training hatten, noch auf der Bahn bleiben und das Training einfahren werden. Sepp Huber und Rolf Steinhausen gewannen 1975 und 76 das Seitenwagenrennen auf der Isle of Man. In denselben Jahren wurden sie auch Weltmeister dieser Klasse. Fleißigen Helfer nahmen ihre Plätze ein. Aber noch ging das Rennen nicht los, denn zuerst kam Fred Aberl auf die Bahn, um einige Ehrenpreise zu empfangen. Lieber Fred, auch hier aus dem Turm, alles Beste und alles Gute für Gesundheit für dein weiteres Leben. Und hier sehe ich auch mit der gelben Kappe und der gelben Jacke. Das ist für meine Turm. Hansbock wird alles, sieht alles, fotografiert alles. Herr Bürgermeister, ja, bitte. Ja, und der Vorstand, das Zeichen für die Presse. Ich selber habe mir beim Aberlfred als 12-Jähriger mein erstes Geld verdient im Speedway und Bahnsport. Ich habe damals eine Straße weg vom Fred gewohnt und durfte Motorrad putzen und habe dafür manchmal sogar 10 Euro. Also der Fred war mein erster Bahnsport-Arbeitgeber. Erstmals wurden auch vier Läufe um die Chubb-Trophy ausgefahren. Mit der Startnummer 10
Gerhard Pabst, der gleich in Führung ging und anfangs noch von Peter Zollner hart bedrängt wurde. Doch Gerhard Pabst gewann diesen Lauf. Hier schon in der letzten Runde. Mit klarem Abstand. Der Sieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Er gewann vor Peter Zollner. Auf Platz 3 Mick Cook und Vierter wurde Willi Würsch. Endlauf um die Chub Trophy. Den gewann Christoph Eichhorn vor Franz Holzmann. Dritter wurde Franz Kreisel. Hier der strahlende Sieger Christoph Eichhorn. Dann Aufstellung für die vielen Fotografen, die alle dieses Ereignis bildlich festhalten wollten. So wie die Startnummer 4, Franz Kreisel. Platz 2, der Holzmann Franz. Und auf Platz 3, der Kreisel Franz. Und alle Chub-Fahrer bekamen einen Pokal zur Erinnerung an diesen schönen Renntag. Dann einige Rennausschnitte der Gruppe A. Fehlstart, aber nicht von Hans Griebel verursacht, sondern von der Startnummer 3, Lorenzo Franchetti. Er wurde disqualifiziert. Beim Wiederholungsstart kam Albert Stiegel gut weg. Aber schon in der ersten Kurve übernahm Hans Griebel die Führung, die er auch bis ins Ziel halten konnte. Albert Stickel wurde Zweiter. Die Startnummer 20, der Huber Andal, wurde Dritter. Und den vierten Platz, den belegte Otto Bahr. Dieser Lauf war eine klare Sache für Walter Scheck.
Doch um Platz 2 kämpften Erich Neumann und Andrei Nawrocki. Unglaubliches verbrachten die beiden. Die Zuschauer waren begeistert. Jetzt geht's in die letzte Runde und immer noch wird gefightet um jeden Meter zwischen Erich Neumann und Andrei Nawrocki. Der Zieleinlauf lautete dann: erster Scheck, zweiter Nawrocki, dritter Neumann, vierter Paul Weather und auf Platz 5 kam Eddie Karisch. Startaufstellung zum 8. Lauf der Kategorie A. Die Führung übernahm gleich Gerhard Papst. Doch auf der Gegengeraden schoss Hans Griebel an ihm vorbei. Fast wie eine Rakete ist er da an dem Gerhard Papst vorbeigefahren. Hans Griebel siegte. Und Gerhard Papst blieb nur Platz 2. Die 12, Lorenz Burger. Die 22, Paul Weather. Und wirklich spannende Rennen sahen die Zuschauer an diesem Tag. Diesen Lauf gewann wiederum Walter Scheck mit seinem roten Kombi. Aber Franz Holzmann griff immer wieder an. Aber es half nichts. Walter Scheck war an diesem Tag nicht zu bremsen. Er wurde mit 20 Punkten in dieser Klasse Tagessieger. Mit 3 Punkten Rückstand kam Hans Griebel auf Platz 2 und dritter wurde Gerhard Papst. Dann gab es noch die Kategorie B. Am Start Mauro Ferraccioli, Václav Matuna, Konrad Oberauer, Anton Wanasek, Andrew Cooper und Dennis Holl. Konrad Oberauer vom MSC Mühldorf, er zog die große Show ab. Er setzte sich gleich an die Spitze des Feldes. Gefolgt von Václav Matuna und Anton Wanasek. Aber sie hatten keine Chance gegen den Konrad Oberauer.
Oberauer siegte mit einem gekonnten Willi. Matuna wurde Zweiter, Wanasek Dritter, Hall Vierter und Ferraccioli belegte noch Platz 5. Die fleißigen Helfer des MSC Mühldorf hatten auch viel Spaß. Diesen Lauf gewann überlegen der Italiener Francesco Barbetta. Er kam wie Konrad Oberauer auf 18 Punkte. Wurde aber wegen der besseren Platzierung im Endlauf Sieger. Die Sieger von links. Oberauer, Barbetta und Wanasek aus Österreich. Und im Vordergrund die Funktionäre. Dann die Klasse der BMW-Gespanne mit der 32 Fred und Sepp Huber, 34 Müller und Wallisch, 22 Metzger mit Meier und mit der 31 Knott mit Koller im Seitenwagen. Peter Knott kam gut weg, aber in der ersten Kurve kam er leicht ins Wanken. Helmut Müller und Horst Wallisch kamen näher, doch auf der Gegengeraden zog Knott davon. Aber sein Gespann war in den Kurven sehr unruhig, sodass Müller und Wallisch fast vorbeikamen. Aber Peter Knott ließ nicht locker. Peter Knott gewann vor Müller-Wallisch, Dritte wurden Fred und Sepp Huber. Den vierten Platz belegte der Metzger-Rudel mit Alex Meyer. Im dritten Lauf wurde dann Peter Knott wegen Verlassens der Rennstrecke disqualifiziert. Er entging nur knapp einem Sturz. Diese Gelegenheit nützten die Hubers, um die Führung zu übernehmen. An zweiter Stelle lagen Helmut Müller mit Horst Wallisch im Boot. Doch Knott und Koller griffen wieder an, kamen aber erneut in Schleudern, sodass sie abermals in den Innenraum mussten. Gesamtsieger wurden Fred und Sepp Huber. Auf den zweiten Platz konnten sich die Startnummer 34 Helmut Müller und Horst Wallisch vorfahren mit ihrem Gerät von 1954. Die Startnummer 34 Helmut Müller. Den zweiten Platz erkämpften sich Helmut Müller und Horst Wallisch. Und Dritter wurden Peter Knott und Walter Koller. Auch der Metzger-Rudel und sein Beifahrer Alex Meyer bekamen noch einen Pokal. Thank you.
Wir dürfen eh keinen Pokal, wenn wir mit Rudi Würmer gewinnen. Sepp, viel drin! Nein! Alles klar! Helmut näher her, Sepp näher her, grüß dich! Seitenwagen B-Lizenz. Auch die jungen Spannfahrer, unser vielversprechender Nachwuchs, zeigten spannende Rennen. Start Nummer 53. Alois und Markus Eibel gewannen diesen Lauf. Vor Erich Scheunemann und Hermann Bacher. Den dritten Platz belegten Arno Armbruster und Martin Linhardt. Start zum dritten Lauf dieser Klasse. Hier gab es harte Kämpfe zwischen Scheunemann, Eibel und Möstl. Doch das Gespann Erich Scheunemann, Hermann Bacher siegte vor Steffen Möstl mit Christine Messmann im Boot. Den dritten Platz belegten Alois und Markus Eibel. Gesamtsieger wurden Alois und Markus Eibel vor Erich Scheunemann, Hermann Bacher und Arno Armbruster und Martin Linhardt. So ging das Fred-Aberl-Rennen am 20.06.99 zu Ende. Viertes internationales Oldtimer-Match in Mühldorf am Samstag, den 18. Juli 1998. Bei herrlichem Wetter wurde pünktlich um 16 Uhr nicht mit der gewohnten Fahrervorstellung begonnen, sondern die meist im Hintergrund stehenden Mechaniker präsentierten den Zuschauern die wunderschönen Oldtimer-Maschinen der längst vergangenen Jahre. Ein Genuss für jeden Kenner. Dann sprach der zweite Bürgermeister. Liebe Freunde des Sandbahnsports, ich begrüße Sie und alle Fahrer zum heutigen vierten Oldimatch. Erleben Sie einen sportlich ehren Motorradsport Nachmittag. Den Fahrern wünsche ich ein unfallfreies Rennen und die Besten mögen dann auf dem Treppchen stehen. Viel Vergnügen zum heutigen Nachmittag. Herr Oldifahrer. Und ich präsentiere Ihnen am heutigen Nachmittag mit der Startnummer 1 keinen geringeren als Otto Bart. Er kommt aus Diesen am Ammersee und ist vom Beruf Heizungsbaumeister. Er war übrigens schon mal WM-Teilnehmer, sowohl in der Speedway-Mannschaft, im Einzel- und auch Eisspeedway ist er früher gefahren. Mit der Nummer 2 aus England kommt der John Murray. Ein weiterer Fahrer aus England, er ist schon bekannt, schon ein paar Mal am Start gewesen hier in Mühldorf. Die Nummer 3, Bill Haynes aus Oxford. Er ist übrigens 45 Jahre alt. Der John Murray ist 42 und Otto Bart ist 50 Jahre.
ein weiterer Engländer am heutigen Nachmittag mit der Startnummer 4, Brian Bassett. 46 Jahre alt. Und wir kommen zur Startnummer 5. Heute ein ganz, ganz schnelles Pflichttraining hingelegt. Erich Neumann aus Assling betreibt im Normalfall ein Baggergeschäft. Herzlich willkommen, lieber Erich Neumann. Die Nummer 6, Lorenz Burger. Lorenz Burger ist also der Vorstand der Oldie-Fahrervereinigung. Sein Heimatclub ist der MSC Upolding. Und meine Damen und Herren, einen mächtigen Applaus. Er hat nämlich gestern Geburtstag gehabt. 48 Jahre ist er jung geworden, der Klausemeister. Die Nummer 7, 44 Jahre jung, schaut immer noch gut aus. Lorenzo Franchetti aus Montagnana aus Italien. Es ist ein reiner Speedway-Spezialist und heute fährt er das erste Mal auf einer 1000-Meter-Bahn. Der Vize-Teamweltmeister von 1969 und 71, Antin Nawrocki aus Katowice aus Polen. Und auch er startet das erste Mal heute auf einer 1000-Meter-Bahn. Er kommt aus Freising, ist Kfz-Meister. In Freising hat also dort eine Autowerkstatt. Und er sorgt immer wieder dafür, dass ja nichts einschläft bei den Oldies. Er ist in vielen, vielen Clubs Mitglied. Lieber Fritz, heute halt die Ohren steif, Junge, gell? Und keine Verletzung. Die Nummer 17, Franz Kreisel, 56 Jahre ist er alt. Ein weiterer schneller Fahrer mit der Startnummer 18, das ist Eddie Karisch, 57 Jahre alt, er kommt aus Scheiern. Eigentlich hat er schon lange aufgehört mit dem Sport, aber seine Arbeitskollegen haben ihm ein Motorrad mal geschenkt und er konnte es einfach nicht lassen. Er saß wieder drauf und verlernt hat er überhaupt nichts, meine Damen und Herren. Wir kommen zur Startnummer 19. Die 19, das ist unser italienischer Freund auf seiner Java, 53 Jahre jung aus Montagnana, Alfonso Paolo. Und auch er versucht sich dieses Jahr mal auf der Langbahn. Die 20, ein weiterer Fahrer aus Italien, auch bekannt hier in Mühldorf schon, Francesco Barbetta. Er ist 56 Jahre alt und er wird immer wieder bewundert über seine mächtige Kondition. Die Nummer 21. Ja, und wenn ich sage, Gerhard Papst aus Straubing, meine Damen und Herren, ein ganz bekannter Name aus den vergangenen Jahren. Er ist zweiter Vorstand bei der Oldie-Fahrervereinigung und er hat sich aufs Revier geheftet und ganz intern aufs Unterhemd draufgeschrieben, ich gehöre zu den grauen Panthern bei den Oldies. Jawohl, der graue Panther, Gerhard Papst mit der Nummer 21. Dann die Nummer 23, das ist auf seiner Chub, wieder mit dabei, Franz Holzmann aus Markoberdorf. 60 Jahre ist er. Aber ich kann euch eins sagen, er hat vor 20 Jahren genauso ausgeschaut. Sein Kombi ist der gleiche, seine Stiefel sind das gleiche. Und auch vor 20 Jahren war sein Haarwuchs nicht besonders. Also, der hat sich überhaupt nicht verändert, der Franz. Erich Schäfferer. Er ist vom Beruf Schlosser, 45 Jahre alt und ist früher viele, viele Jahre gefahren, sowohl für den MSC Olching, für Ruppolding und auch für den AC Landshut. Wir kommen 59 Jahren und dann Nummer 39, Hans Griebel. Und wenn ich jetzt sage, jetzt kommt die 40, jetzt kommt der Strupp, meine Damen und Herren, er war heute absolut pünktlich, der Strupp aus Tann, der Rupert Bauer, der ja vom Speedway- und Langbahn-Stammtisch vom Alois Wiesbeck ist. Er ist so oft, wie es geht, am Stammtisch und so oft, wie es geht, ist er auch auf seiner Maschine und schraubt drauf.
Doch jetzt ging es richtig los. Der erste Punktelauf in dieser Gruppe A. Da werden übrigens Bahnmotorräder gefahren mit zwei Ventilen. Und die Fahrer müssen über 40 Jahre, aber dürfen unter 50 Jahre sein. Also hier der erste Punktelauf in dieser Gruppe A. In Führung, da liegt der Erich Neumann und hinter ihm an seinem Hinterrad, nur ein paar Meter Abstand dahinter, der Präsident persönlich, der Burgerlitz. Ausgefallen in diesem Rennen ist die Startnummer 1, leider mit Maschinenschaden, Otto Bahn. Weiter ging es mit dem ersten Punktelauf in der Gruppe B. Zur Erklärung, in der Gruppe B werden ebenfalls zwei Ventilmotoren gefahren, aber die Fahrer müssen über 50 Jahre alt sein. Ja, und hier waren am Start Francesco Barbetta, der Schuster Fritz, Franz Kreisel, der ja den Gesamtpokal, die Gesamtwertung 1998 gewinnen konnte. Der Edi Karisch war dabei und unser italienischer Freund Paolo Alfonso. Ja, es geht hier in die letzte Runde und ganz klar in Führung. Aus Italien mit der Startnummer 20, Francesco Barbetta. Und hinter ihm mit der Nummer 15 auf Platz 2, der Kfz-Meister aus Freising, Fritz Schuster. Das heißt, hier werden hauptsächlich vier Ventilmotoren gefahren, dürfen auch gefahren werden, ganz offiziell, und es gibt keine Altersbegrenzung. Und hier zum ersten Mal dabei, hier in Mühldorf, mit der Nummer 31, Erich Schäferer, ist ja viele Jahre Spielweg gefahren und auch viele Jahre Langbahn und Grasbahn. Und hier ist er dabei, das erste Mal bei einem Oldie-Match, liegt momentan auf Platz Nummer 2, vor ihm der schnelle Italiener, und auch unheimlich hübsche Italiener, wenn ich das mal so sagen darf. Francesco Barbetta hier auf Platz 1. Drittplatzierter in diesem Lauf wurde übrigens die Nummer 35, Walter Scheck, der ja der Schmierer ist vom Stefan Bachhuber, dem Ligafahrer vom AC Landshut. Und auf Platz Nummer 4 kam die Nummer 34 aus Großbritannien, Les Rowland. Vorlauf in dieser Gruppe C, also bei den vier Ventilern ohne Altersbegrenzung, und hier ist er dabei wie immer und auch wie auch schon in früheren Zeiten immer ein ganz kleines Rollen am Start. Ja, er schiebt immer das auf die Kupplung, aber Sie wissen alle, von wem ich spreche. Es ist die Nummer 39, Hans Griebel, der hier in Führung liegt, und hinter ihm kämpft und fightet der Mann aus Österreich, immer braun gebrannt und seit 25 Jahren immer noch nicht verheiratet und immer noch Junggeselle, das ist die Nummer 37, Günther Waller aus Österreich. Dabei noch in diesem internationalen Feld von fünf Fahrern mit der 42, Martina Vaceslav aus Tschechien, mit der 38, Andy Cooper aus Großbritannien und mit der 40, das ist der Strupp, der Rupert Bauer aus Dann. Aber der Griebelhans, der lässt sich diesen Sieg nicht nehmen. Auf keinen Fall lässt er sich da von der Spitze verdrängen. In der letzten Runde, ganz auf der Außenbahn, so wie wir es kennen aus vergangenen Jahren. Und der Strupp jagt seine Gegner voraus. Da macht er wieder seine Meter auf der Gegengerade. Und er gewinnt diesen Lauf vor Günther Waller und Martina Vaceslav. Und jedes Mal in der Gruppe, da kommt er auch
dritter Lauf in Gruppe C. Das sind wieder unsere Vierventiler ohne Altersbegrenzung. Und hier wird mächtigst gefeitet. Wieder mit dabei Erich Schäfferer, der Huber-Anderl ist dabei, Hans Griebel, Günther Waller, Anton Wanasek und Dennis Holl. Also ein ganz, ganz buntes Fahrerfeld in diesem dritten Vorlauf in der C-Klasse. In Führung liegt die 31 Erich Schäfferer. Und hinter ihm der rasende Landwirt. Immer gut zu erkennen an deinem muskulösen Körper, an deinem grün-weißen Anzug und immer eine Zigarette im Mund. Das ist die 43 der Huber-Anderl. Und die Nummer 39 Hans Griebel auf Platz 3 hier in dieser letzten Runde. Viertplatzierte die 37 Günther Waller und dann folgen Anton Wanasek und Dennis Holl. Schaut er sich noch einmal um, der Erich. Er gewinnt diesen dritten Vorlauf in der Klasse C vor Andreas Huber. Der fünfte Vorlauf in der Klasse C in dieser offenen Klasse. Das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz spannender Kampf zwischen der Nummer 31 Erich Schäfferer und der 39 Hans Griebel. Es sind zwar einige Jahre Unterschied zwischen diesen beiden und man merkt es auch hier, wenn sie gegeneinander fahren. Aber immerhin, 15 Jahre ist der Erich Schäfferer da jünger als der Hans Griebel. Er führt das Feld an. Vor der 39 Hans Griebel, dann ist noch mit dabei aus Österreich die 44 Anton Wanasek, aus Tschechien die 42 Václav Matuna und am Ende des Feldes ganz überraschend die 35 Walter Scheck. An der Spitze keine weitere Veränderung, immer noch in Führung die 31 Erich Schäfferer vor der 39 Hans Griebel. So bleibt es auch bis ins Ziel. Wie im Grand Prix, der Fritz, der sucht den besten Griff. Der fünfte Punktlauf in der Gruppe B steht auf dem Programm. Und er hat den besten Griff gefunden, der Schuster Fritz, der Kfz-Meister aus Freising. Es hat also was geholfen, dass er sich vorher seine Startposition angeschaut hat. Hier liegt in Führung mit der Nummer 15, Fritz Schuster. Eine Augenweide, muss ich schon sagen, wenn man ihm so zuschaut. Auf dem zweiten Platz auch kein langsamer. Die Nummer 20, Francesco Barabetta aus Italien, der ja am heutigen Tag in zwei Klassen gestartet ist. Auch die 23 war mit dabei, auch er ein ganz schneller Mann am heutigen Tag, Franz Holzmann. Und auch die 19, Paolo Alfonso aus Italien, war an diesem Tag nicht zu unterschätzen. Doch der Fritz dreht einsam seine Runde, hier die letzte in diesem fünften Punktelauf und er lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Flach liegend, so kommt er ins Ziel. Erster Platz Fritz Schuster, zweiter Francesco Barabetta. Zwei härteste Gegner. Und hoch ging der Startbahn. Der Hans kam gut weg, aber der Barabetta hatte einen unheimlichen Zug auf dieser dritten Bahn von außen. Setzte sich in Führung. Und auch Hans Griebel konnte sich von seinen Verfolgern absetzen. Wie in alten Zeiten. So war dieses Finale in der schnellsten Klasse bei den Oldies. 110 km/h im Schnitt fuhr die Nummer 32 Francesco Barabetta in diesem Lauf.
Mit dabei waren auch noch Erich Schäferer und Anton Wannerbeck, die hier kämpften um Platz 3 und 4. Walter Scheck und Vaceslav Matuna. Und da wird der Griebelhans noch einmal angegriffen vom Erich Schäferer. Letzte Runde. Hier kommt die Zielflagge für Francesco Barbetta. Für Hans Griebel, Erich Schäferer, Anton Wannerseck, Walter Scheck und Vaceslav Matuna. Hier Josef Seidel, einer der ganz großen deutschen Nachkriegsfahrer. Aus Kadowitz von unserem Freund Hirsche Schmieder. Der Kirby Hans sagte da wahrscheinlich zu Seidel, wenn das nicht gewesen war, dann hätte ich gewonnen. Gewinner in der Gruppe A war Erich Neumann aus Deutschland. Auf Platz Nummer 2, der Vorstand der Oldie-Fahrervereinigung. Mit 16 Punkten das Tagesfinale gewonnen. Lorenz Burger. Und auf Platz 3, trotz Nicht-Teilnahme am Finale, aber 14 Punkte schon auf dem Konto. Die Startnummer Andi Nawrocki aus Polen. Und es gibt wieder Grenze und Pokale aus Tschechien, meine Damen und Herren. Die Pokale werden überreicht von dem Sieger 1936 in Mühldorf, von Herrn Brandagoschau, der unten ist. Wir freuen uns immer, wenn die Freunde aus Katowice und aus Tschechien hier nach Mühldorf kommen, meine Damen und Herren. Das ist nicht selbstverständlich. So muss es sein, das ist toll. Das ist ein Zusammenhalt zwischen Katowice und Mühldorf. Auch Josef Seidel wird einen Pokal überreichen. Er hat ja das 14. Goldhelmrennen in Pardubitz gewonnen, das ist schon etliche Jahre her. Sieger der Gruppe B, Maurice Jones aus Großbritannien, vor Franz Holzmann aus Deutschland. Ja, ein Dankeschön auch an unseren Hochsprecher am heutigen Nachmittag. Und wir kommen zum Zweitplatzierten. Das ist die Nummer 23 im schwarzen Kombi. Wie seit eh und je. Franz Holzmann mit 17 Punkten. Und ganz international heute auf dem Treppchen in der Klasse B. Ein Italiener ist noch mit dabei, mit der Rückennummer 20, Francesco Barbetta. Dritter Platz mit ebenfalls 17 Punkten. Und hier gibt es Pokale von der Firma BMW Meier, die ja dieses Jahr 75 Jahre Jubiläum hatte. Der Fred Aberl hat einen Pokal gestiftet. Fred Aberl, glaube ich, bekannt wie der Wunderhund auf der ganzen Welt in Sachen Speedway, Langbahn und Grasbahn. Also vielen Dank, Schnurrbär. Angst, du bist mit der Kamera wiederbringen. Das geht ja bergab. Mit ihren mächtigen Füßen und viel Kraft in den Armen. Das muss man dazu sagen. Aus dieser Verwandten. Der Doppelstarter Francesco Barbetta aus Italien gewann die Gruppe C. Vor Erich Schäferer aus Deutschland. Und Drittplatzierter wurde mit der Startnummer 39 Hans Griebel, ebenfalls Deutschland. Danke. Ja, Gas,
Ja, und eine klassische Fanfare und ein klassisches Lied für euch, liebe Fahrer, für euch, für Siegreichen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder genauso zahlreich. Und jetzt noch einmal eine schöne, klassische Musik für die Sieger. Vom Lorenz Burger, dem Vorsitzenden der Oldie-Fahrervereinigung, noch einmal recht herzlich bedanken bei Ihnen für Ihr Kommen. Bei allen Somit ging ein schöner Renntag zu Ende. Noch lange wurde diskutiert und selbstverständlich auch feiert. Bei Mike Kunz, dem Organisator. Ja, ja, ja. Die Zeit ist einfach. Ja, da sind wir es auch.